Hey ho, liebe Leute, hier ist wieder Joachim und hiermit beginnt eine neue Folge von Go to Moon. Nicht ganz direkt in KSP, aber in Notepad++, denn damit schreibe ich die Programme für dieses Projektchen, das ich hier durchziehe. Und ich dachte mir, vielleicht zeige ich das mal eher so den Code. Ich werde diesmal auch noch schneller durchgehen, denn letztes Mal war das wirklich etwas zu viel. 40 Minuten über Code quatschen ist in sich ganz lustig für mich, aber vielleicht nicht für jeden, der zuschaut. Diesmal ist, glaube ich, auch nicht ganz so viel zu erklären, weil sehr viel Physik und Mathe drin ist, die ich jetzt nicht komplett erklären will, sondern da werde ich einfach verweisen. So. Genau. Ja, wie ihr seht, habe ich in Notepad++ den ganzen Kram geöffnet. Wie ich schon mal angerissen hatte, gibt es natürlich auch das schöne Syntax-Highlighting. Das heißt, die meisten Keywords werden hervorgehoben, hier wie Parameter oder Print und Punkte sind stärker hervorgehoben, genauso wie Doppelpunkte, Kommentare, To-Dos tatsächlich auch, was ich sehr cool finde. Ich werde vielleicht nochmal verlinken, wo man das Ding herbekommt, falls euch das natürlich auch interessiert. Gehen wir also kurz durch. In welcher Situation sind wir gerade? Wenn dieses Programm einspringen soll, woran wir jetzt als nächstes oder woran ich als nächstes gearbeitet habe. Das Raumschiff hat den Orbit um Kerbin erreicht, hat auch schon Verbindungen zu den Satelliten aufgebaut. Jetzt ist die große Frage, wie kommen wir zum Mond? Nun, üblicherweise macht man das mit einem sogenannten Hohmann-Transfer. Das ist rechnerisch der effizienteste Weg. Der Hohmann-Transfer beim Mond, erfahrene Spieler machen sich dafür häufig nicht mal eine Manövernot, sondern wenn der Mond aufgeht über dem Horizont von Kerbin, bremse einfach pro Grad, bis sie einen Encounter haben, also ein SO1-Change, ein Sphere of Influence-Change. Und dann haben sie den Transfer fertig im Prinzip. Dann müssen sie, wenn sie beim Mond sind, dann nur noch bremsen und einen Orbit um den Mond erreichen. Das wollte ich hier nicht so machen. Ich wollte tatsächlich rechnerisch daran gehen, da Chaos mir tatsächlich auch viele Werkzeuge in die Hand legt. Und dazu muss ich erstmal ein bisschen Recherche betreiben, was ich tatsächlich jetzt auch jedem ans Herz lege, der sich dafür interessiert, der das selber gerne KSP spielt oder mit Chaos arbeiten will, nämlich der Human Transfer Orbit. Das ist die englische Wikipedia-Seite, weil ich sie ein bisschen besser finde tatsächlich. Selbst wenn Hohmann Deutscher war. Also ein bisschen komisch. Hier nochmal wird dich erklärt, was im Prinzip passiert. Du hast den niedrigen Orbit, also da, wo unser Raumschiff ist, und du willst in einen hohen Orbit, in dem zum Beispiel der Mond in diesem Fall ist. Da wir wirklich ein Ziel haben, gestaltet sich der zweite Burn, den man braucht, um in diesen Orbit reinzukommen, ein bisschen anders. Aber der erste Burn ist auf jeden Fall genauso, wie er hier in der Theorie beschrieben ist. Und das habe ich mir zunutze gemacht. Denn die ganzen Formeln stehen hier. Und okay, für jemanden, der jetzt nicht gerade, keine Ahnung, irgendwas mit Mathematik studiert, sieht es jetzt aus wie ein Haufen Klammern, Wurzelzeichen und komischen Zeichen. Aber an sich ist es keine Raketenwissenschaft. Es ist Raketenwissenschaft, okay. Aber wie schwer kann die schon sein, nicht wahr? Das bringt uns das Spiel herbei. Es ist an vielen Stellen wirklich nur Einsetzen von Werten. Ja, also hier Delta V1, das ist das Delta V, das ich brauche, um den ersten Burn durchzuführen, also den von hier, damit ich auf diese Transferbahn komme. Dieses μ kann ich mir geben lassen, die gilt für den Planeten Kerbin universell. R1 Ach ja, ist einfach meine durchschnittliche Entfernung zum Planeten Kerbin oder beziehungsweise zum Massenschwerpunkt. Ist ein bisschen schwieriger. Ja, genauso hier die anderen Werte R1 und R2 sind Entfernungen vom Mond zu Kerbin und vom eigenen Schiff zu Kerbin. Ja, also das muss man nur noch einsetzen, ausrechnen tut der Computer. Dafür sind sie ja da.
Werden wir auch gleich nochmal sehen, dass ich das umgesetzt habe. Ein anderer wichtiger Aspekt ist nämlich das, wann man anfängt zu brennen. Das war ein bisschen kniffliger rauszubekommen, aber im Prinzip steht die Formel auch hier. Das Angular Alignment, das heißt der relative Winkel zwischen meinem Körper, also dem Schiff, und dem Zielkörper, also dem Mond, zu welchen man haben muss, damit der Humantransfer wirklich gelingt. Also, wenn wir hier den Mond haben und hier unser Raumschiff, welchen Winkel müssen die zueinander haben, dass wenn ich hier den Humantransfer starte, dass ich dann auch wirklich beim Mond ankomme? Das ist die große Frage. Das ist dieses Wann. Ja, beim Fliegen im Weltraum muss man nicht nur auf drei Dimensionen achten, sondern tatsächlich auf vier. Man muss am richtigen Ort, das heißt an den richtigen x, y, z-Koordinaten, zum richtigen Zeitpunkt sein. Das ist etwas, das Anfängern häufig schwierig fällt, glaube ich. Aber der Humantransfer bietet darauf halt auch eine Antwort, nämlich mit dem korrekten Winkel. So, wie habe ich das umgesetzt? Also könnt ihr euch gerne durchlesen, fand ich auch nochmal recht interessant. Wie habe ich das umgesetzt? Nun, zuerst habe ich auch etwas genutzt, was ich vorher noch gar nicht gemacht habe. Ich habe mir Funktionen definiert, einfach weil ich bestimmte Ausdrücke relativ häufig wiederverwendet habe. Ist halt so, wenn man Formeln benutzt. Wenn da irgendwelche Variablen häufiger vorkommen, dann kann man das ganz gut mit Funktionen abkürzen. Hier geht es im Prinzip nur darum, dass ich die etwas komische Konvention der Längengrade, also Längengradzahlen, die von minus 180 bis 180 geht, was im Orbitalen, also was in Kreisen ausgedrückt ein bisschen nicht Sinn macht. Deswegen habe ich das auf 0 bis 360 umgewandelt. Ist jetzt eine kleine technische Sache. Und diese Funktion, die im Prinzip mir konkret für zwei Objekte auf zwei unterschiedlichen oder generell auf zwei Bahnen um den gleichen Körper den relativen Winkel angibt. Genau dieses Angular Alignment, das wir später brauchen werden. So, deswegen brauchen wir ein paar Daten, dieses R1 und R2, was auch schon vorher zu sehen war, nämlich hier, R1 und R2. Das stellt sich raus, bietet zum Beispiel auch Kerbal Engineer, aber mit Chaos kann man sich das auch holen lassen, nämlich die Semi-Majorante des aktuellen Orbits. Die Semi-Majorante ist, ein Orbit ist eine Ellipse. Erstes Keplersche Gesetz, alle Planeten bewegen sich auf elliptischen Bahnen. Die Semi-Majorante ist im Prinzip nur nichts weiter als die längste Strecke, die du in dieser Ellipse ziehen kannst. Ziemlich simpel. So. Dann können wir ganz einfach mit der Gleichung, die wir aus dem Humantransferartikel haben, das benötigte Delta vorberechnen. Das ist wirklich einfach nur straight abschreiben. Gut, ich habe mich häufiger verschrieben beim Abschreiben. Gebe ich zu. Aber an sich wirklich keine große Magie. Dann das Alpha berechnen, also den benötigten Winkel, den wir brauchen. Dazu habe ich mich eines kleinen Hacks bedient. Man bekommt von Chaos nicht wirklich einen aktuellen Winkel, weil das auch ein bisschen schwer festzuhalten ist. Also habe ich einfach die Längen gerade genommen, die das im Prinzip approximieren. Ja, also die Längengrade geben ja auf der Planetenoberfläche an, wie weit westlich oder östlich man sich befindet. Und in etwa das wollte ich ja auch wissen im Orbit, nämlich wie weit um den Planeten herum bin ich gerade. Ja. Also habe ich das so als Approximation benutzt, die tatsächlich relativ gut funktioniert. Man muss halt nur diese kleine Umrechnung von minus 180 bis 180 zu 0 bis 360 machen. Einfach damit man Wert hat, mit dem man dann ständig rechnen kann. Als ich das geschrieben habe, habe ich mir gedacht, welcher Vollidiot hat sich diese Konvention ausgedacht, dass Längengrade in westliche Richtung nach, ich glaube es war in
westliche Richtung mit so einem Minus bezeichnet werden, anstatt einfach nach Osten gehend immer weiter bis 360 durchzunummerieren. Wer hat sich den Bullshit ausgedacht? Aber egal. Wird sich so schnell wahrscheinlich nicht ändern. Genau, dann haben wir uns das benötigte Delta-V und das benötigte, den benötigten Winkel ausgerechnet. Und damit haben wir ja im Prinzip schon alles. Wie schon vorher beim Orbitalisierungsmanöver rechne ich mir auch wieder, wie lange brauche ich etwa für den Burn. Und dann benutze ich etwas, das habe ich auch nochmal in den Startcode, also in den Code vor dem Orbit eingebastelt, nämlich seit einigen Versionen, seit 0,90 oder so, ermöglichen ja einerseits Piloten, andererseits auch gute Computerkerne, dass das SAS nicht nur die Richtung halten kann, sondern auch bestimmte Vektoren einhalten kann. Zum Beispiel den Prograd. Also dass ich kann dem Computer, dem Drohnenkern einfach sagen, halte die Kiste auf Prograd. Und das kann man mit Chaos auch erreichen, nämlich mit diesem Let SAS Handle Steering. Set SAS Mode to Prograde. Das ist deutlich besser als dieses Lock Steering to, wie ich gefunden habe, weil Squad sich da ein bisschen mehr Gedanken gemacht hat, wie man das gut, also die offiziellen Entwickler des Spiels, wie man das gut umsetzt. Das heißt, es wird nicht so stark überkompensiert, beziehungsweise, und ja, es ist einfach weicher. Muss ich sagen, gefällt mir sehr. Dann warte ich nochmal 5 und dann mache ich was, was ich vorher auch noch nicht gemacht habe, nämlich Time Warpen. Das kann man mit Chaos auch auslösen. Und zwar, das ist hier eine kleine, ja, ich habe es reingeschrieben, Hacky. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich das bewirkt, was es soll. Aber das fängt hoffentlich eine spezielle Ausnahmesituation ab in dem Programm. Gehe ich jetzt nicht näher darauf ein. Wir werden es hier sehen, ob es irgendwann mal schief geht. So, dann haben wir jetzt hier aber. Genau, dann warte ich hier einfach, bis der aktuelle relative Winkel zwischen Schiff und Mond, ja, habe ich es beschrieben. Naja, so etwa 10 Grad von Alpha abweicht. Einfach damit ich so ein bisschen Vorlaufzeit habe, damit das Schiff sich in die richtige Richtung drehen kann, dass ich den Warp auf 0 setzen kann, was ja auch immer ein bisschen dauert und ein bisschen kritisch ist, weil es war früher schlimmer, aber früher hat es halt Schiffe auseinandergerissen, wenn man das zu abrupt gemacht hat. So, genau, dann warten wir noch ein bisschen länger. Bis dahin hat sich dann hoffentlich das Schiff richtig ausgerichtet, weil der SAS-Mode immer noch online ist. Dann wird erst die Manövernote erstellt, was sehr, sehr schnell ist, weil wir nichts weiter berechnen müssen. Wir müssen das Ding nur erstellen zum aktuellen Zeitpunkt. Ich benutze das Ding auch wirklich nur, um zu tracken, wie viel Delta-V habe ich jetzt schon verbrannt. Ich nutze es jetzt nicht wirklich für die Transferplanung, sondern nur, damit ich weiß, okay, so viel Delta-V habe ich verbrannt. Als Zeitmessungsgerät. So. Interessanterweise. Ich habe keine Ahnung wieso, aber der Prograd-Wert wird als vierter Parameter übergeben. Ich weiß auch nicht, wer sich das ausgedacht hat. Hat wahrscheinlich irgendeinen Grund. Ja, hinzufügen. SAS-Mode, da wir jetzt eine aktive Manöver-Note haben, können wir jetzt auch auf Manöver setzen. Das heißt, das Schiff wird automatisch in die Richtung der Manöver-Note ausgerichtet. Sehr praktisch. Dann wird hier der Burn einfach ausgeführt. Ich habe hier noch so eine kleine Staffelung eingebaut. Das heißt, wenn nur noch etwa hunderte Meter pro Sekunde zu brennen sind, dann runterflotteln, damit wir nicht übers Ziel hinausschießen. Einfach damit es ein bisschen genauer ist. Funktioniert ziemlich gut. So, und wenn wir das gemacht haben, kommt die Manöver-Note wieder weg. Damit schaltet sich der SAS-Mode übrigens auch wieder auf das normale Stability Assist. Und Steering wird unlocked. Weil ich einige Probleme gehabt habe, dass der Antrieb dann allerdings immer noch Schub hatte, warte ich 5 Sekunden und schmeiße dann erst die Transferstufe weg. Ja, also ich hatte den einen kleinen Fehler, dass wenn ich dieses Wait nicht eingebaut habe, dass im Prinzip der Befehl hier
also den Schub auf 0 zu setzen, zwar geordert wurde, aber er ist beim Antrieb noch nicht direkt angekommen intern. Das heißt, das hier wurde effektiv vor dem hier ausgeführt. Hängt wahrscheinlich so intern mit dem Verfahren von Chaos zusammen, wie jetzt welche Befehle direkt umgesetzt werden. Weil hier wird eine Variable gesetzt und das wird dann womöglich erst im nächsten Tick wirklich von der Spielengine realisiert, während diese Stage wahrscheinlich sofort ausgelöst wird, im selben Physics-Tick. Weshalb es halt dazu geführt hat, dass, naja, die Antriebsstufe abgeschmissen wurde, sie aber noch gebrannt hat. Was denkbar schlecht ist, weil sie dann mein eigentliches Mondfahrzeug noch ein bisschen weiter geschoben hat. Jetzt bin ich darauf schon wieder viel zu weit eingegangen. Auf jeden Fall, ich dachte mir, so ist das vielleicht ein bisschen schöner anzusehen, weil man einen sehr hohen Kontrast hat. Ihr könnt ja unterschreiben, was ihr davon haltet. Ja, und ich kann natürlich auch schnell mal eben zu anderen Dokumenten wechseln, wie sowas hier. Fand ich jetzt ein bisschen besser. Genug geschwafelt. Wir wollen ja Raketen sehen. Deswegen sind wir ja alle hier. Und das wird auch gleich kommen. Denn wir werden jetzt einfach nochmal den gesamten Ablauf ab dem Start uns gleich nochmal ansehen. Viel Spaß. Thank you.
So, und damit sind wir jetzt im Orbit. Und wie man schon sieht, das Programm hat automatisch angefangen, auch gleich den Time Warp durchzuführen. Das heißt, die Berechnungen sind schon durchgelaufen. Jetzt wird nur noch darauf gewartet, dass der Mond aufgeht. Und das Programm hat entschieden, dass es jetzt langsam soweit ist. Und wenn man genau hinguckt, dann kann man rechts unten jetzt im Bild sehen, dass der Mond langsam aufgeht. Und die Rakete wendet sich in die richtige Richtung. Also, was im Programm selbst passiert, ist einfach, dass der SAS so eingestellt ist, dass es sich auf die Manöver dort ausrichtet. Jetzt wird der Burn durchgeführt, dauert selbst mit diesem riesigen Mainsail eine ganze Ecke. Wie gesagt, total overbuilt, ne? Jetzt das leichte Runterdrosseln auf, was war das, ein Drittel Schub oder so, damit die letzten paar 100 Meter pro Sekunde sehr genau durchgeführt werden. Das kurze Warten vor dem Abkoppeln. Das Abkoppeln selbst. Und jetzt nur nochmal überprüfen, sind wir wirklich, naja, nach einem kurzen Beauty-Shot. Ich muss sagen, ich mag diese Camera-Tools wirklich. Ist noch eine Mod, die ich eingebaut habe. Und jetzt gucken wir mal. Sind wir wirklich? Oh ja, wir haben einen Encounter. Tatsächlich, da ist er. Durch das Computerprogramm. Vielen Dank fürs Zuschauen.